Am Sonntag, den 2. Juli 2023, fand im malerischen Weinmuseum Moschendorf das 61. Picknick mit Auslandsburgenländertreffen statt. Dieses jährliche Event zog Gäste aus aller Welt an, um ihre Verbundenheit mit dem Burgenland zu feiern. Neben dem gemütlichen Beisammensein standen ein Festakt und die Präsentation der Miss Burgenland New York auf dem Programm. Frau Messner, sind Sie heute bei der wunderschönen Feier von den amerikanischen Burgenländern? Aber welche Verbindung haben Sie mit den amerikanischen Burgenländern? Erstens bin ich selber Burgenländerin, lebe in Graz und die Miss Burgenland aus New York ist meine Cousine dritten Grades und wir freuen uns sehr, dass wir da sein dürfen. Sie waren sicher auch in Amerika, wie finden Sie das? Ja, wir pflegen ja den Kontakt innerhalb unserer Familie über die Kontinente hinweg. Ich war schon öfters und die Miss Burgenland war auch öfters schon bei uns auf Besuch. Und wie finden Sie solche Veranstaltungen, wo die wirklich Burgenländer, ausgewanderte Burgenländer wieder in ihre Heimat so fest mit den Prominenten, mit den Politikern? Ich finde das ganz toll und ich kann dem Vorstand der Burgenländischen Gemeinschaft nur gratulieren, dass sie das so professionell machen und so erlebnisreich und ich freue mich, dass ich da eingeladen bin und dabei sein darf. You are Miss Burgenland from New York. What are your connections to Burgenland? So my Opa was from Gießen and my Oma was from Gießen and they came to America after the war, World War II. And what are your impressions about Burgenland? I love Burgenland. It's very different from where I live in the U.S., but I love farm country. I have a lot of people around. It's amazing. I love it here. And what are your impressions about this type of event? So I am a shukwala back in America, so polka and all those dances I'm really used to. But it's really nice seeing everyone here at the picnic. Take a picture with you here to the man with the red t-shirt. Okay? Yes. Yes. You are a student? Yeah, I'm a college. Frau Landtagspräsidentin, heute Moschendorf, Ihre Ort. Großer Tag, die amerikanischen Burgenländer sind da. Ja, ganz ein großer Event. Moschendorf im Mittelpunkt. Aber es ist auch kein Wunder, dass meine Heimat so im Mittelpunkt immer steht, wenn es die burgenländische Gemeinschaft sich trifft. Warum? Das Erste ist, das ist wirklich das Zentrum der Auslandsburgenländer. Da gibt es seit Jahrzehnten die Treffen. Das Zweite ist, gerade Burgenländer, Sie müssen sich vorstellen, 66.000 Menschen, ein Drittel damals der Bevölkerung ist weg. Und ich habe das selber gemerkt, warum? Sie müssen sich vorstellen, ich habe immer gesagt als Kind, warum habe ich keine Verwandtschaft? Mein Großvater hatte 6 Geschwister, alle waren weg, er war der Einzige, der da blieb. Die hatten nichts zu essen, die haben überhaupt kein Geld gehabt und alles ist weg. Und ich bin so stolz darauf, dass das Land Burgenland und ich vertrete heute auch den Herrn Landeshauptmann, dass wir mit den nächsten Generationen, das sind ja schon nächste Generationen, so einen guten Kontakt haben. Die sind stolz auf das Burgenland. Viele sagen von der älteren Generation, schade, dass wir weg sind. Und die trauern noch immer ihrer alten Heimat nach. Und heuer, 100 Jahre haben wir heuer auch noch nachgefeiert, am 2. September Luising. Dann ist das Burgenland komplett. Heuer fährt der Herr Landeshauptmann auch zu 100 Jahre Landmannschaft nach Amerika. Wir dürfen diese Brücke nicht abreißen lassen. Das ist ganz wichtig. Das sind Burgenländer und wir wollen sie nicht verlieren. Wie ich habe erfahren, die Miss Burgenländerin ist die vierte Generation schon. Zeit vergeht. Die Zeit vergeht und ich bin so dankbar der burgenländischen Gemeinschaft, dass sie das organisiert, dass das immer möglich ist. Denn damals waren die Flüge organisiert haben, dass die Amerikaner, die neuen und quasi die echten Burgenländer, überhaupt ins Burgenland kommen konnten und die pflegen diesen Brauch und diese Zusammenarbeit. Und dafür werde ich mich sicher auch bei meiner Festrede sehr herzlich bedanken. Und der pflegen die Burgenländer
wir, die amerikanischen Burgenländer, da kann man nur hoffen, dass da weiter so eine Verbindung bleibt. Ja, es ist nichts automatisch, deswegen müssen wir uns alle anstrengen und sagen, es ist uns wichtig, dass wir die Menschen, die ehemalige Burgenländer waren, auch zu uns wieder immer wieder einladen und umgekehrt, es ist ihnen auch wichtig, dass wir immer nach Amerika kommen. Und es wird heuer wieder sein. Herr Landtagsabgeordnete, Herr Bürgermeister, wenn man alle beide, wenn man. Heute sind die ausgewanderten Burgenländer wieder in ihre Heimat gekommen. Wie sehen Sie heutige Tag? Ja, grundsätzlich muss man ja die Geschichte unseres Heimatlandes Burgenland sehen und wissen ganz einfach, dass aus dem Burgenland, vor allem vorwiegend aus dem Südburgenland, viele Menschen das Land verlassen mussten, aus wirtschaftlichen Gründen, sage ich jetzt einmal. Und es ist natürlich erfreulich, wenn dann diese Verbindung, dieser Kontakt aufrechterhalten wird über Jahrzehnte, dass jetzt Urenkel, Enkel, Kinder wiederum zu den Wurzeln ihrer Eltern, ihrer Großeltern zurückfinden. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn man dann mit diesen Menschen spricht, die das Land verlassen mussten oder deren Nachkommen, dann bestätigt sich das, dass sich das Burgenland hervorragend entwickelt hat. Und viele Menschen sagen, wenn sie gewusst hätten, wie sich unser ehemaliges Armenhaus Österreichs, Burgenland, entwickelt, dann wären sie gerne hier geblieben, beziehungsweise kommen sie immer wieder gerne in ihre Heimat, in ihr Heimatland zurück. Und es ist oft sehr rührig, wenn man dann diese Menschen sieht, wie sie eigentlich noch mit ihrer alten Heimat verbunden sind. Die Miss Burgenländerin ist die vierte Generation, wie ich bin draufgekommen. Sie kann aber leider nicht Deutsch. Meine, war das nicht vielleicht interessant? Hätten die auch Sprache gepflegt? Grundsätzlich, das zeigt ja auch bei uns im Burgenland, unsere Minderheiten, wenn man so sagen darf, wie wichtig es ist, dass man hier Muttersprache, Sprachen in dieser Form weiter vermittelt, prägt. Heute wissen wir es, ob das Kroatisch ist, ob das Ungarisch ist, ob das Romanes ist. Aber letztendlich natürlich auch für jene Menschen, die unser Land verlassen haben, ist es natürlich schade, dass sie diese Muttersprache ihrer Vorfahren in dieser Form nicht mehr pflegen. Aber letztendlich, glaube ich, muss man auch daran arbeiten. Essen und Trinken gibt es auch, wenn Sie einen besseren haben. So tanzen ist auch Platz genug. Herr Rockmeister, herzlich willkommen. Ich vergebe jetzt das Mikrofon an unseren Präsidenten. Heute wieder amerikanische Burgenländer bei uns. Wie finden Sie heutige Tag? Es ist ein wunderschöner Tag, wenn die Heimat ruft und viele ausgewanderte Burgenländerinnen und Burgenländer folgen diesem Ruf und kommen hierher ins Weinmuseum nach Moschendorf. Das ist immer ein großer Tag, denn da können die Burgenländerinnen und Burgenländer fern der Heimat Kontakte pflegen, Erinnerungen austauschen, ihre Verwandten besuchen und vor allem die junge Generation kann das Heimatland Burgenland kennenlernen. Die Verbindung zur Heimat ist immer noch aufrecht und das zeigt ein Brief, den ich vor kurzem bekommen habe, wo eine Frau geschrieben hat aus London: Herr Präsident, ich bin schon 54 Jahre in London, aber meine Träume, mein Herz und meine Seele weilen immer noch im Wörterberg. Und diese Verbindung aufrechtzuerhalten, ist die Aufgabe unserer burgenländischen Gemeinschaft. Ich habe mit dem Miss Burgenländer gesprochen, eigentlich ich nicht, sondern mein Kameramann, weil er kann Englisch und ich nicht. Ist das nicht schade, dass die nicht pflegen, Heimatsprache zu sprechen? Ja, das ist natürlich ein Problem, was allgemein feststellbar ist. Es ist halt so, dass ich weiß von meinem Neffen, die in Australien sind, der Bruder spricht zwar perfekt Deutsch, aber er hat ihnen von klein auf nie die deutsche Sprache beigebracht und daher können sie auch kein Deutsch. Und
das tut uns sehr, sehr leid. Denn gerade die Sprache ist ein Verbindungsglied zur alten Heimat. Immer dabei. Und der Land ist auch immer nicht so. Ich freue mich noch einmal, dass Sie hier sind. Ich wünsche uns einen fantastischen Nachmittag mit vielen Gesprächen, mit vielen Begegnungen. Und am Dienstag seien Sie mir jetzt schon vorab herzlich willkommen. Danke nochmal der burgenländischen Gemeinschaft. Danke an dich in besonderer Weise, Ehrenvorsitzender, Ehrenchef. Und an dich, dass du das Amt in deinem Vorstand jetzt weiterführst. Alles Gute, wir brauchen euch. Die burgenländische Gemeinschaft ist wichtig. Viele Vereine in New York haben das Glück nicht. Da werden immer nur ältere Leute. Und für uns das Glück ist, besonders im Westburgenland, das ist die wichtige Verbindung zwischen Amerika und Burgenland. Und das Glückliche, durch den, dass schon so viele Generationen, jetzt, da war Zeit, es war sogar schwer, einen Westburgenland zu finden. Manchmal haben wir müssen Bedeln gehen, dass jemand das genommen hat, vielleicht 20, 15 Jahre zurück. Jetzt ist es wieder ein bisschen besser. Und alles, das ganze Gebräuche und alles, das ist so aufhört. So, danke, Carol. Wirklich, da gibt es schon so viele wichtige Burgenländer, besonders. Unsere Burgenländer sind wieder da. Die ausgewanderten Burgenländer aus Amerika sind wieder eingereist. Eine große Fest. Wie sehen Sie das? Ich bin jedes Jahr bei diesem Picknick hier dabei, weil es wirklich sehr schön ist, weil hier alte Erinnerungen aufgefrischt werden. Und jedes Jahr wird eine Miss gewählt in Amerika, bei den Vereinigungen in Amerika. Also alle, die was mit der burgenländischen Gemeinschaft zusammenarbeiten. Dieses Jahr ist es die Miss York. Miss New York, und es ist immer wieder schön, wenn dann Erinnerungen ausgetauscht werden, alte Verwandtschaften wieder neu aufgefrischt werden, und deshalb gehe ich gerne zu diesem Fest. Die burgenländische Delegation wird nach Amerika fliegen. Fahren Sie auch mit? Nächstes Jahr wird es ein schönes Fest geben, 100 Jahre, das erste Unterstützungskomitee in Amerika, dafür eine Delegation der Landesregierung. Und wenn es irgendwie geht, bin ich sicher gerne dabei. Auf
ist mein teures.